Hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Final Fantasy. Ich habe es tatsächlich geschafft. Es hat Stunden gedauert, aber ich habe die 10 Sandwürmer erledigt. Und zwar, wenn wir dann hier in das Abenteuerlogbuch gehen und gehen in das Abstecherlogbuch, dann können wir alle, die hier mit einem Stern markiert sind, einsammeln. Habe ich hier bei denen mal gemacht, die haben die ganze Zeit gefehlt. So, zur Belohnung haben wir einen Erdmagneten erhalten. Sehr schön. Dann seht ihr, bekommen hier so ein Häkchen. Die zwei stehen momentan noch aus. Hier haben wir auch noch das Abenteuer-Logbuch mit unseren ganzen Geschichtchen. Aber das ist nicht so ganz wichtig. Was wir jetzt machen werden, warum ich an dieser Stelle hier bin. Und zwar, ich habe bei der Suche nach Sandwürmern, wetten das jetzt, ich wusste es. Ich habe bei der Suche nach Sandwürmern hier... jetzt kommen hier drei fucking Stück. Wollt ihr mich verarschen? Ich habe die ganze Zeit einzelne Sandwürmer hier abgeklappert und in diesem Bereich nicht einen einzigen gekriegt. Ich habe Stunden damit verbracht, diese Viecher zu suchen. Und jetzt kommen hier drei auf einmal. Ich hasse das. Das kann jetzt nicht wahr sein. Boah, nee. Ihr seht, ich habe die Gruppe ein bisschen umgestellt. Minimal. Und zwar habe ich meine zwei Dechse in eine Trihydra verwandelt und ich habe auch einen Kaktor gefangen. Also ich war ganz fleißig und habe auch einiges gelevelt. Aber ja. Deswegen lasse ich die auch momentan noch, weil ich nämlich fest davon ausgegangen bin, dass hier ein Kaff kommt. Das ärgert mich gerade so sehr. Ich habe die wirklich einzeln in Stapeln zusammengefriemelt, diese dämlichen Würmer, weil die einfach nicht gekommen sind. So, wir halten uns jetzt hier auf der linken Seite und gehen hier noch so ein bisschen weiter. Deswegen bin ich auch hier. Und wir müssen hinter diese kleine Düne, Pyramide, was auch immer das ist. Und ihr seht, hier haben wir eine, eine Finsterkluft. Stufe 40. Ich möchte jetzt gerade noch meinen Kampfstapel umpacken. Ich habe es extra nicht vorher gemacht. Das war schon so gedacht. Ich will halt starke Viecher haben. Und hier unten drunter kommt auch mein Nebeldrache momentan. So, beziehungsweise Heiligdrache, aber er lernt auch nebenbei den Nebeldrachen. Und dann gehen wir mal in diese Finsterkluft rein. Ihr seht vom Level her, ich bin relativ hoch mit 44 jetzt mittlerweile. Das Chocobo-Kuchen, der Chocobo-Kuchen. Habe ich Hunger? Ich glaube, ich habe Hunger. Hängt noch ein bisschen nach, aber ja, wir probieren mal. Ich war noch nicht drin, wie ihr seht, drei Fragezeichen. Wir gucken mal, was uns da erwartet. Ich bin ein bisschen besorgt, aber mit Level 44 könnten wir es schaffen. Eventuell. Stahlgiganten. In einer etwas anderen Form. Neue Mirage entdeckt. Leeres Prisma erhalten. Okay. Dann werden wir die als allererstes mal... Analyse haben wir hiermit nicht. Dann verteidigst du mal. Da, du hast Analyse. Wurmgigant. Okay. Weiche ihren Attacken aus. Okay. Ja, gut. Dann können wir da aktiv nicht wirklich was tun. Und die werden wahrscheinlich relativ stark sein. Moment. Ich habe nicht auf die Schwächen geguckt. Ich weiß nie, ob Minus gut ist oder... Also ich hau denen einfach mal Feuer rein und guck, was passiert. Ich weiß nie, ob Minus gut ist oder nicht. So, Flamme. Nee, Moment, ich habe Feuer. Ich habe irgendwo Feuer. Da unten habe ich Feuer. Resistent. Okay, Minus ist das, was wir brauchen. Dann haben wir Blitz und Dunkel. Haben wir beides nicht. Großartig. Blitzlicht. Verursacht blind. Okay. Flair. Nicht elementaren Magieschaden. Probieren wir das. Ach, das nützt alles nichts. Das nützt alles nichts. Okay, ich fürchte, wir müssen hier nochmal herkommen und einfach mit anderen Männleins reingehen, weil das gibt so keinen. Aber wir nutzen das jetzt einfach mal, um die Erlöser zu rufen. Krieger des Lichts haben wir schon gerufen. Haben wir Tifa schon gerufen? Refia heilt uns. Wir rufen mal Tifa. Ich glaube, die hatten wir noch nicht gesehen. Machen wir mal auf einen, der noch nicht war. Ich glaube, die hatten wir noch nicht. Endgültiger Himmel.
wortwörtlich übersetzt von Final Heaven, ihrem Level 4 Limit Break aus Final Fantasy 7. So, das hat gut was abgezogen. Das heißt, wir kümmern uns zuerst um den da. Ich hab auch irgendwie... Ja, der stürzt jetzt. Nein, lass meine Leute in Ruhe. Ach, wie kriegen wir denn jetzt noch ein bisschen... Ich kann mal gucken mit Gegenständen, ob wir es irgendwie vielleicht geschafft kriegen. Wind, Erde, oder irgendwas Dunkles. Sternschleier? Nee. Erdhammer, Protis, Ehrentropfen, Drachenschwingen. Nö. Weil wir können großen Blitzschaden. Probieren wir's. Ja, das sah gut aus. Machen wir das einfach mal eine Weile. Wo sind wir? Wasser. Nee, wo waren wir denn? Blitz. Magie. So, ausweichen sieht ja momentan bei uns nicht so hyper gut aus. Wir fallen auch ständig auf die Nase. Der müsste doch auch mal bald tot sein. Ja, nicht. Nein, töte mich nicht. Töte mich nicht! Er tötet mich. Ah, ich denke mal, das wird nicht viel bringen, aber... Stapeln. Ha! Nicht genug Dinger! Ich fass es nicht! Wie viel brauchen wir denn? Gucken wir mal, ob wir noch eine Runde überleben. Ansonsten, es ist nicht schlimm. Wie gesagt, ich hätte hier mit einer ganz komplett anderen Truppe reingehen müssen. So, einen haben wir weg. Nicht. Okay, Moment. Ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen. Ja, nee. Zwei. Nee, wir brauchen fünf. Halt die kompletten Tepi, das würde ich mir eigentlich gern aufheben. So, besser. So, dann nehmen wir wieder geringer Blitzschaden. Dann nehmen wir wieder den Magneten. So, Erlöser geht wieder tiefer. Hau rein, Mädel. Wieder einer weniger. Fangen werden wir nicht können. Das ärgert mich so ein minimales bisschen. Wir haben da Blitz. Das stelle ich mal fest. Boah, naja. So, wir schaffen das. So. Okay, der ist hingefallen. Das ist nicht so schlimm. Ich glaube nicht, dass das wirkt, aber funktioniert. Nee, resistent. Ich hab's gut verstanden. So. Nein. So, stapeln. Und dann einmal bitte. Vitra geht immer noch nicht. Ja, dann nehmen wir Vitra. Ist mir auch egal. Gut. Ob
ob wir jetzt mit unserer Klopp-Taktik durchkommen. Ja, es wäre natürlich schön, wenn wir dem Eimer irgendwie ausweichen könnten, aber ich denke nicht, dass wir das schaffen. Das ist ja mehr so ein Zufallsding, wo wir eigentlich selber nicht viel dran teilhaben können. Aber wir kommen der Sache näher. Und haben es fast geschafft. Fast geschafft. Wir haben es geschafft. Ich hätte es nicht erwartet. Ich hätte es wirklich nicht erwartet. Also gut, ich meine, ich freue mich natürlich. So. Das ist toll. Das bedeutet jetzt andererseits für mich, dass ich den ganzen Weg wieder zurücklaufen muss. Weil wenn wir tot gewesen wären, wären wir in Neuwaldbergen wieder rausgekommen. Das wäre entsprechend einfacher gewesen. Aber geradeaus kommen wir nicht weiter. Da ist Ende Gelände. Und ja, hier kommt zum Glück kein Kampf. Das ist ganz toll. Aber ja, ich gehe jetzt zum Speicherpunkt. Pack wieder mein anderes Team ein. So, wo ich halt... So, Momentchen. Da hatten wir den Kaktor auf dem Kopf. So. Und wir hatten die Trihydra unter uns. Okay. Und dann speichere ich an dieser Stelle und ich bin dann wieder zurück, wenn wir wieder... Habe ich jetzt gespeichert? Oh nee, sag jetzt nichts, hat sich gerade aufgehangen. Ich kann nichts tun. Oh Gott, das hat jetzt aber lang gedauert. Jetzt habe ich aber einen Schrecken gekriegt. Okay, also ich bin dann wieder zurück, wenn wir dort sind, wo ich hin möchte, nämlich im Zimmer des namenlosen Mädchens. Wir sehen uns später. Ciao, ciao. So, da sind wir wieder im Zimmer des namenlosen Mädchens, wie versprochen, weil ich nämlich hier ganz gerne noch die eine oder andere Aufgabe machen... Was? Ja, du kannst einen Nap machen. Ich will was tun. Wir berühren Seelen. Wir fummeln an den Seelen herum. So, und zwar der Tag des Stärkeren. 2 Sterne sollten wir schaffen. Inhalt. Der Tag des Stärkeren hat bei Piraten lange Tradition. Kann an diesem doch ein jeder Leichtmatrose Captain anstelle des Captains werden. Mog, einer der Kuhpiraten und sich selbst der nächste Captain, wittert heute seine große Chance und fordert Faris zum Zweikampf heraus. Um sich einen Vorteil verschaffen, spricht er eine verbotene alte Zauberformel aus. Hauen wir rein. Wir haben nämlich noch ein paar Eimerkristalle, die wir schön einlösen können und, Alright, you scoundrels. Do you all remember what day it is? It's Underdog Day, Koopa! Aye, when any pirate can challenge his betters. Only the strongest can captain us. Do any of you have the pom-poms to dispute me? Today is the day you answer to come on, Koopa! Oh, well, aren't you full of fire? So what have you got for me this time? I've seized the most ancient, forbidden spell, Koopa! Captain, your shark bait, Koopa! That's it? Koopa? That's strange, Koopa. Oh, it was Koopa Bow, and not Koopa! Whoops. Who's there? Which of you wretched fools summoned me away? Koopa? It was a summoning spell, Koopa! Don't you Koopa me, fool. You didn't know what it was? So you're the one? You dragged me to this place? Just hear me out for 1 second, Koopa! Oh. Underdog Day, is it? Sounds like my kind of diversion. Very well. I shall be your opponent, human one. This ship of yours, all of you, soon you will bow down before Ifrit is your master! But that isn't fair, Koopa! If it wasn't for me, you would be... Only the strongest can lead this pathetic crew. Now, we begin! Ha! As you wish. Come on, you animal! So, los geht's. When did you little half-pints get here? Well, is it Underdog Day or isn't it? Wir haben jetzt... Haben wir Wasser? Wir haben immer noch kein Wasser, ne?
So, wir lassen die reden. Doch, wir haben Aqua. Das findet er nämlich richtig... Das war's schon. Okay, hups. Ich bin überlevelt. Irgendwie. Minimal. Irgendwie. Sorry. Ja. Geschafft. I will spare your lives, but remember this lesson well. Is he gone now, Kubo? Now that's what I call a challenge, Mog. But don't go slinging spells without knowing what they do. Sink or swim, I say, Kubo. That's why I don't taste the food I cook, Kubo. Well, you should. The muck from your galley makes me want to jump overboard. So, also das war doch, ja, leichter als gedacht. Okay, dann haben wir eigentlich sogar noch genug Zeit für noch eine Runde. I'm taking a break now. What now? Ja, das interessiert mich nicht. Du kannst machen, was du möchtest. So, das nächste. Den haben wir geschafft. Ein schlagkräftiges Team. Thornberry, der Meister des Kolosseums, hat keine andere Wahl. Die außergewöhnliche Notlage in seinem Reich verlangt es, dass er die zwei auf den Plan ruft. Okay, Stern 1. Ich fürchte fast, dass das auch wieder ein bisschen easy wird. What dire circumstances. I'm going to need both their help. Hey, your tickets, please. Guess who's come to rescue you, Kubo? And I knew that you would. My old friends. So, let's hear it. What's wrong, Ton Dog? Oh, hmm? Did I just hear you refer to me as Ton Dog? What's the sit rep, Kubo? Tawny Poo? Wait, what is this? Since when have you called me such ghastly names? Since when, he says? Listen to you! We just started now! Don't you know? The best of friends always give each other fun nicknames, Kubo. That's what we are, Kubo. Ton, bro. Now hold on. I don't even know where to begin. I mean, let's say I called you two. Cackatoodle. Mookie Pie. Can you imagine it? You'd die of shame. Not at all, Ton, buddy. I love it, Kubo. Ton chops. You win. Call me whatever you want. As long as they're not the kind of nickname that you have to squeak. Oh, what a pickle. So this Colosseum, which hides within a strange and mysterious mist that can connect it to whole other worlds, was suddenly struck by an unexpected and chaotic phenomenon that caused a bunch of mirages to run amok. Right, Kubo? Thank you for the exposition. So now that you know the problem, I would very much appreciate your assistance. Hmm? All right then. Cactoodle. Monkey Pie. Woo-hoo-hoo! Count me in! Everything's going to be peachy keen! Darn tootin', Kubo! Friends stick together, Kubo! Yes. Thank you. Ich fürchte, die Szenen sind momentan länger als die Kämpfe. Oh! Hm. Ich meine, wir kriegen es auch so hin, ne? Ich habe jetzt nur gedacht, ich mache einfach mal einen Flop und alle sind auf einmal weg. Ja. OP for the win! Ja. Irgendwie habe ich gedacht, wir müssen da wesentlich stärker sein, um die ganzen Sachen zu schaffen. Dann schaffen wir ja noch eine dritte. Ach, es kommt noch mehr.
Na dann. Ist recht. Next. Right. All aboard now. Okay. Ich hatte ja... Ach Mann. Verteidig du mal. Du klatschst dir eine Flamme rein und dann ist das Thema erledigt. Zack. Oh, ich liebe es, overpowered zu sein. Das macht dann immer am meisten Spaß. Ich weiß, alle finden das total doof und weiß nicht, aber gerade in solchen Sachen einfach rauf und fertig, das reicht. Ich bin mal gespannt, wie viele das jetzt insgesamt werden. Aber wir werden sehen. Oh Gott, sind die alle niedlich. So. Ah, schön. Wir kriegen natürlich auch überhaupt gar keine Punkte halt mehr dafür. Ich meine, es ist logisch. Wenn wir dafür jetzt noch viele Punkte kriegen würden, wäre es irgendwo auch nicht richtig. Is it just me? Or are these mirages running away from something? So they're not just acting up, Koopa? Hmm, you're right. I get the distinct impression that we're getting in their way more than vice versa. Our Mirage opponents have been getting steadily stronger. I know I'm tough, but even I'm starting to feel the burn here. Hot dang! Oh! Let's stack, Koopa! Stack what? Us, Koopa! I mean, if those twin goobers can do it, we can too, Koopa! You're right! They do get a lot stronger when they stack now, don't they? Hmm. So how do we decide the order? First, we have to pick a leader, Koopa. How about we do rock, paper, scissors for it, Koopa? Me and the captain do it all the time, Koopa. Are you sure? Rock, paper, Koopa! Guys, how are we supposed to figure out who won? Good point. Our hands aren't made for this. Yippee, Koopa! Log takes the prize, Koopa! Huh? Huh? So with that settled, your new leader will assign the positions, Koopa. Oh, all right. Okay, here we Koopa. I must say, my head's getting kind of itchy. I can't move. Why, you? How does Master expect this to help me train? Wait, is that a human? Summer, Salt! Hmm. Now we know what got into the Mirages. The young lady is a bona fide public menace. Yes, I would agree. Okay, then we have to stop her, Koopa. I'll take you all on. Let's do this. Meteor strike! She's too powerful. Oh, hey, I have an idea, Koopa. Whisper, whisper. Whisper, whisper. Right then. Let's go ahead and give it a shot. Oh, it's on. Come on, try and get me. I'm talking to you, fighter girl. Huh? Not you again. Beat it, Cactuar. Zip! Huh? I missed? You think you know how to train? I am a train. I mean, I run one. Let's go. Neener, neener, neener. I'm right here. Guess who? Tonberry in the house. Poke. Hey! That didn't feel good. Now, friends. Submit time! Mog Winnie! Koopa! We did it! KO! I think we had better send this young lady back to Grimoire. Seems to me that the three of us make one dashing duo, Koopa! Indeed! Ich mag diesen angenervten Tonberry total gerne. Ich mag Poke. Voll genial. So, ihr Lieben, es hat jetzt die Szene doch länger gedauert, als ich gedacht habe.
Sätze zu Ende bringen, dann erst neu anfangen. Wir sehen uns in der nächsten Episode, weil wir sind jetzt doch schon mit der Zeit durch. Ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch eine schöne Zeit und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao!